Neue Folge Schmaß Klaschenkasch an. Schmaschbaschenbad. Let's go, Leute. Schauen wir mal, was bei der neuen geilen Lehrerin passiert. Übrigens hat die mir noch nicht auf Instagram geschrieben. An der Stelle die Frage, warum ist das Licht hier eigentlich aus bei mir und wieso habe ich eine Maske an? Ja, ein bisschen schade, dass die neue Lehrerin mir noch nicht auf Instagram geschrieben hat. Bitte melde dich, ja? Joke. Kein Joke. Perfekt. Läuft schon wieder super hier. Läuft schon wieder absolut arschgeil, die Nummer hier. Digga, Google Chrome lost dieser Browser. Kann man sich nicht anschauen, diesen Browser? Das ist doch nicht real, Mann. Wie kann so etwas so scheiße sein, Alter? Digga, wie kann dein Browser so unverschämt schlecht sein? Wir sind schon so lange zusammen, können wir dann so. Das erste Mal... Ich mag das Softwarebaden, wirklich. Hä? Wann ist das passiert? What the fuck? So, ich sehe den Chat. Ich sehe jetzt die Aufnahme. Dieses Intro und diese Musik kotzt mich richtig an. Ich kann dieses nicht mehr hören. Ihr habt das schon so oft gehört mittlerweile. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben lang nur diesen Song gehört. So fühlt sich für mich an, Leute. So fühlt sich für mich an, als hätte ich mein ganzes Leben lang nichts anderes gehört. Die erste Folge haben wir schon geguckt. Ihr Bots, Alter. Jetzt leckt das hier wieder und ich verstehe nicht, warum. So. Fucking finally, Alter. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Zuschauer ich habe, aber yeah. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir um den Spaß. Deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild. Was gibt's? Wir haben uns gerade geküsst. Okay, cool. Und warum bin ich hier? Keiner hat dich gerufen. Georg meinte zu mir, dass ihr beide meintet, ich soll zur Bar kommen. Keiner wollte, dass du kommst. Was willst du? Ich will nichts von dir. Sie will was von dir. Oh mein Gott. Unangenehm, Leute. Also die ganze Serie bis jetzt. Du hast ihn noch geholt. Was laberst du nur, weil du es meintest? Keiner wollte, dass du hier bist. Kann ich euch vielleicht einen alkoholfreien Cocktail anbieten? Dir vielleicht, Stanley. Das ist hier ein bisschen Karottensaft und ein Spritzer Multivitaminsaft. Ich meine, klar, ist jetzt nicht frisch gepresst, aber trotzdem nicht von schlechten Eltern. Man kann es eben nicht allen recht machen. Ich einfach, wenn ich mit einer Frau rede. Oh Scheiße, jetzt ist es ausgelaufen. Das ist wirklich der Megatrick. Barkeeper müsste man sein. Ne? So ein paar nette Drinks mixen, Cocktailabend, Mädchen verführen. Genauso funktioniert es nämlich. Ne? Ach, Julia, schau mal. Hab ich einen kleinen Drink? Oh, wie bunt. Extra für dich. Ja. Dankeschön. Ja. Bro. Warum gebt ihr euch immer diese unangenehmen Rollen, Alter? Ihr seid die zwei, die Serie schreiben, Mann. Ihr könntet euch die großschwanzigste Rolle von allen geben, Alter. Das schmeckt ja super garstig. Nein, Junge, das ist doch nicht zu Hause. Ich weiß ja wirklich nicht, Alter. Also ich glaube, es gibt wirklich keine Klasse, in der zwei solche... Gibt es Leute, die in eurer Klasse so sind, Alter? Gibt es das? Das ist ja wirklich mehr als Fiktion. Das ist hier nur Fiktion. Ja, also eines Tages möchte ich eine Cocktailbar eröffnen. Ein Cocktail zum Preis von zweien. Ich würde mich gerne umbringen. Ich wäre wirklich gern tot. Olympia kann kommen. Hi, was geht? Alles gut bei dir? Ja klar, bei dir. Ich bin so genervt von Hortensia, deswegen, ich muss mir jetzt mit dir ein Zimmer teilen. Ist die schon über 18, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage? Aber hast du eigentlich Olivia gesehen? Nee, ehrlich gesagt gehe ich auch ein bisschen aus dem Weg, also... Selbst Thema wie immer. Ihr redet darüber? Euer erstes Mal? Ja. Ja klar, wir sind beste Freundinnen. Wir erzählen uns alles. Was denkst du denn? Okay. Na gut, ich such sie mal. Ja, viel Spaß.
Ach ja, ich darf ja keinen, tut mir leid, ich darf ja keine andere Stream-Vorschau Player verbergen. So. Bitte, ich guck mal hier. Man sieht schon wieder nichts, ne? Kann mir jemand bitte erklären, was mit diesem Computer los ist, wirklich? Warum läuft hier einfach alles scheiße? What the fuck, Alter? Was passiert denn jetzt an der Stelle hier, Leute? Digga, was? Kann mich jemand kurz aufklären? Das ist aber ganz, ganz weird, Alter. Ganz, ganz weirdes Ding jetzt. Bin ich los? Was soll das? Nein! Also das sollte auf keiner Klassenfahrt passieren. Da kann ich euch sagen, das sollte auf keiner Klassenfahrt passieren. Wirklich nicht. Bitte, hey! Wir haben da Spinnen reingelassen. Nein, das ist viel Spaß! Lass mich raus, verdammt nochmal! Was ist denn das, Alter? Ist das überhaupt eine normale Schule? Ist das eine Schule für schwer erziehbar? Digga, was passiert denn da, Alter? Das ist so ein Trend auf Klassenfahrten. Ach so. Ah, da habe ich was nicht mitbekommen, Digga. Auf meinen Klassenfahrten wurde sich immer nur gegenseitig einen runter. Ich halt leise, sonst passiert noch was Schlimmeres. So kann man halt auch Charakter eliminieren, ne? Wahrscheinlich stirbt jetzt einfach da drin, Ende. Kann mich bitte jemand hier rausholen? Ich krieg keine Luft und... Oh Gott, hier sind überall Spinnen. Juhu, hast du meine Schale dabei? Tuttle, vor 2 Monaten. Kenneth! Juju! Du bist ja doch noch mitgekommen auf die Klassenfahrt. Ja, ich hab's doch noch geschafft. Wie geht's deinen Geheimagenten-Eltern? Warte mal, Moment, stopp. Das ist nicht wahr. Der hat jetzt 2 Rollen einfach. Der spielt jetzt 2 Rollen gleichzeitig, Digga. Das fickt, das geht zu weit, Mann. Das fickt zu sehr meinen Kopf, Leute. Das ist zu... Was mit deinem PC? Insane. Was? Der spielt jetzt 2 Rollen gleichzeitig. Alter, darauf erstmal ein bisschen Ben & Jerry's, Leute. Auf geht der Hase. Also das ist für mich jetzt... Wie bitte? Bisschen zu viel. Schau mal, ich habe gesehen, dass du beatboxst, ja? Und ich kann auch beatboxen. Nein. Ich muss nur die Noten. So, okay. Mega! Wo ist der Unterschied zwischen den 2 Rollen? Die sind beide über cringe. Oh, oh nein! Oh, Rhino Shield. Oh. Aber ist ja kein Problem. Du weißt doch, ich habe immer die Rhino-Shield-Schutzhülle drum. Das hätte doch splittern müssen. Mit dem Panzerglas drauf, da kann wirklich gar nichts passieren. Wahnsinn, Panzerglas und Hülle und... Oh, hi, Georg. Okay, Alter, 3 Idioten treffen wieder beieinander, sehr schön. Ja, auch dabei. Ja, ja. Noch dabei. Sehr schön. Ich habe eine Idee. Schau mal, ich habe ein Geschenk für dich, Jojo. Einmal das Schutzglas und einmal die Schutzhülle von Rhino-Shield. Aber ich darf ja noch gar kein Handy haben. Vielleicht Moment als Geschenk? Mal. Ich könnte Florina schenken. Ich habe absolut echt keine Ahnung mehr, was ich mir gerade anschaue, Digga. Das ist wirklich einfach nur kompletter Kopf-Cringe, Mann. Darf sie dann bitte mich küssen? Ja, bestimmt, das ist ja wunderbar. Das ist ihre Lieblingsfarbe. Ehrlich? Ja. Also, dass sie sich dann freuen würde, so liebesmäßig? Ja. Ich würde mich auch freuen aber darüber. Wenn du es ihr schenkst, dann vielleicht doch etwas an deinem Outfit ändern. Zum Beispiel so eine coole Cap oder vielleicht einfach einen Mantel. Ja, ein Mantel. Also mein Tier. Ja, natürlich. Ich kann nur die Mäntel empfehlen, die man schnell aufmachen kann im Stadtpark, wo man direkt den Schwanz sieht. Mega nice, Orange musst du übrigens deshalb Deutschland verlassen. Das wird doch ein Bombe aussehen. So ein männermäßiger Mantel? Ja. Ja. Okay. Das wird dir bestimmt gefallen. Ich muss wieder los. Ja. Ich renne dann mal wieder davon. Okay. Das ist einfach wirklich das Unangenehmste, was Klassenfahrt jemals hervorgebracht hat, Leute. Und das heißt schon einiges, Mann. Das heißt wirklich schon einiges, Malaka. Einfach nur geisteskrank. Einfach nur geisteskrank. Tschüss. Ja. Ist schon was, ne? Ja. Ja. Mal wieder rein gehen? Ja. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht. Okay. Achso, ich muss auch, ja. Digga, das ist einfach nur wirklich schmerzhaft, sich das anzugucken gerade. Wirklich, Mann. Ich
Ich hatte noch nie eine Freundin. Aber ich habe mal gehört, dass Liebe das schönste Gefühl auf der Welt ist. Wundern tut's mich an der Stelle nicht. Bisher habe ich nur Mr. Grumble geliebt. Das ist mein Stoffhase. Aber den habe ich verloren. Rest in peace, Mr. Grumble. Rest in peace, Motherfucker. Wer schreibt diese Texte? Warum schreibst du dir selber so einen Text, Jonas? Bitte. Warum? Warum, Alter? Du könntest alles sein. Könntest alles sein, Junge. Hey. Ist das ja gar nicht da? Ne. Alles klar. Warte. Jetzt müssen wir wieder auseinanderhalten, dass ich nicht Kenneth, sondern dieser andere Charakter. Das ist einfach zu verwirrend, Mann. Schau mal kurz rüber. Komm mal kurz her. Ich brauch deine Hilfe. Okay. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ach, schön. Kurz die Schuhe aus. Ja, du bist so cringe. Guck mal, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich entweder das anziehen soll, aber das stört mich, dass ich hatte ja jetzt, guck mal, ich habe ja jetzt schon schwarz an. Was ist das, so ein... ja, so ein Top. Top, ja. Also ich ziehe wahrscheinlich die Hose an, weil das passt dazu. Ja. Aber halt, wie schon gesagt, ich habe... Welche Unterwäsche trägst du? Spaß, musst du nicht sagen. Ich, wenn ich ein Date habe. Oder also, ja. Egal, es geht ums Top. Und, oder halt weiß, weil ich trage diesen Lippenstift und das passt auch eigentlich dazu. Ja. Und dann habe ich nicht immer das gleiche an oder so. Was ist denn hier los? Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Wir hatten nur gerade unseren Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hat die einen kranken Arsch? Das ist ein Joke. Nee, entspannt euch mal. Digga, das ist aber jetzt... Schwierig, schwieriger Hase. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Krasser Plot-Twist. Krank. Mhm. Wieso schreibe ich schlecht Subscribers? Ich will Subscribers off haben, Alter. Leute, ich bin der schlechteste Streamer der Welt, wirklich. Wie konnte ich 1 Million Follower auf dieser Plattform haben, wenn ich maximal einmal in der Woche streame? Ich muss wirklich an mir arbeiten, Alter. Ich meine es ernst. Ich meine es komplett ernst. Ich meine es komplett ernst, Digga. Ich meine es komplett ernst, wirklich. Ich bin so beschissen in diesem Ding. Das war natürlich jetzt schon ein bisschen unangenehm, als Tesla reinkam und ich mit Fatima das so saß. Eigentlich bin ich ja an Tesla interessiert und nicht, dass sie jetzt irgendwie denkt, dass ich was von Fatima will. So, und vor allem wollte ich sie nicht verletzen. Andererseits, aber auch gehört, dass ja Stuten richtig horny werden, wenn man sie eifersüchtig macht. Genau. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf eure Freundin steht, macht zwischendurch einfach mal mit der Mutter eurer Freundin rum. Das hilft im Regelfall. Digga, cringe, Timmy, du bist so cringe. Fatima fuckt mich teilweise einfach so ab. Natürlich will ich nichts von cringe, Timmy, aber es war so klar, dass sie wieder ihr Ding daraus macht. Darf ich kurz nachfragen, wieso alle Darstellerinnen eigentlich hier 16 sind? Ist das wirklich die Serie? Ist die Serie für Orange im Orange geschrieben? Ich weiß es nicht. Ich sag ihr, dass ich in Stanley verliebt bin und 2 Tage später kommt sie zu mir und sagt, dass sie auch in ihn verliebt ist. Sie macht mir einfach alles nach. Wer reitet so spät durch Nacht und Winde? Es ist hier Olli auf einem... Auf geht's, Mann. Ja. Endlich wird die Lehrerin weggeflext. Endlich wird die Lehrerin weggeflext, Malaka. Hey, Frau Brandt. Hallo, Stanley. Was ist das denn? Alkohol ist doch nicht erlaubt. Ja, das ist ja nur ein bisschen Champagner. Ist ja kein Alkohol, ist ja nur Champagner. Wieso ist eigentlich in jeder Staffel ein Schüler dabei, der die Lehrerin bumst, Digga? Das ist ja wirklich... Diese Serie ist ja einfach sämtliche Fantasien, die ein 10-Jähriger hat, wie eine Klassenfahrt abläuft, ja. So stellt sich ein 10-Jähriger eine Klassenfahrt vor und genau so ist diese Serie, Alter. Genau so haben die diese Serie gemacht. Das ist ja nicht real, Mann. Digga. Ich habe mitbekommen, dass in ihrer Ehe so ein paar Problematiken gibt. Das ist aber peinlich. Ja, bisschen... Das ist peinlich. Und ich dachte, einfach damit sie ein bisschen als Aufheiterung vielleicht. Einfach nur ein Gläschen. Gib den alleine hinter die Binde und geh schlafen, besser ist es, Bro. Wissen Sie, wir müssen ja nicht jetzt ich trinken. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist nicht so eine gute Idee. Wir beide stoßen einmal ein bisschen an, damit sie ein bisschen bessere Laune kriegen. Ja? Ja. Meinst du, das ist eine gute Idee? Welche Lehrerin ist so dumm? Welche Lehrerin ist so dumm? Es gibt keine Lehrerin, die niemals gab es eine Klassenfahrt, die so war. Keine Lehrerin ist so dumm und behindert, Alter. Das gibt es gar nicht. Das darf nicht passieren. Malaka, wenn so jemand Pädagoge wird, ja? Wenn so jemand Pädagoge wird, Alter. Das ist einfach nicht richtig. Ich fühle doch nur vielleicht so voll das Schüler. Ja. Ja? Ja. Komm mal rein, okay. Ja. Welche Lehrer lässt sich von einem 14-Jährigen
Welche Lehrer lässt sich von dem 14-Jährigen überreden? Was bist du für eine Frau? Okay. Okay. Sie ist ja auch noch eingesperrt. Hilfe! 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 Hört mich denn keiner! Hallo? Hortensia! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Ist ein Mörder auf der Klassenfahrt unterwegs? Wir wollen es hoffen, damit spätestens die Staffel nach 3 Folgen zu Ende ist. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hab mich eingesperrt. Was? Wer war das? Oh nein, ich bin vielleicht da. Kannst du aufstehen? Oh mein Gott, wer war das? Wer macht sowas? Wer war das? Wer war das? Hey! Hey, wer war das? Ein Mann ist in den Fluss von Lego City gefallen. Wer war das? Ja, Mama, ich weiß das mit den guten Noten. Ich weiß, ich muss für die Klausur in 2 Monaten lernen. Aber bitte, bitte lass mich diese Woche nicht lernen. Ich bin auf Klassenfahrt. Niemand lernt hier. Wieso soll ich hier lernen? Das ist wir dürfen uns keine Urteile über die weiblichen Schauspieler erlauben. Das dürfen wir nicht, weil wir wissen alle nicht, wie alt sie sind. Der Chat darf das Maul jetzt halten. Ich halte das Maul, ihr haltet auch das Maul. Wir halten uns alle geschlossen, allesamt. Wir sind nicht Kevin. Einfach nur unfair. Bitte. Ja, ich weiß das auch mit der Anwaltskanzlei. Ich weiß, ich soll sie übernehmen. Das brauchst du nicht jedes Mal wiederholen. Ich hab's einfach langsam verstanden. Ja, bitte nicht schon wieder... Ne, ja, okay, ruhig. Ich fange jetzt auch schon an zu lernen. Ist okay, ist okay. Wir halten uns bedeckt. Das ist ja auch voll... Das ist ja richtig kacke. Geschauspielert erstmal und sie passt ja auch zero in diese Streberin-Rolle. Das passt ja gar nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, Alter. Junge, 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 Mann. Jetzt wird's intim, Alter. Jetzt wird's geil. Ist ja nicht mal Champagner. Ist ja einfach Billigsekt aus dem Penny, du Penner. Stressig. Das ist nicht das Einzige, was hier heute Abend knallen wird, meine Freunde. Was hier geknallt wird, wo reingeknallt wird. Ihr wisst, was ich meine. Sind Sie eher so der YouTube oder tatsächlich so der Fernsehertyp abends, wenn Sie alleine im Bett liegen? Pornhub, ausschließlich Pornhub. Ja, also ich schaue mir schon ab und zu mal... Prost. Der Bachelor. Bachelor? Ja. Boah, ich habe mir früher immer vorgestellt, wie es wäre, wenn ich mal der Bachelor wäre. So viele Girls hintereinander daten und mit denen allen was haben, so das wäre, glaube ich, voll mein Ding. Ja, also Stanley, ich glaube nicht, dass du dort deine Traumfrau finden könntest. Darum geht's da eigentlich gar nicht. Ich glaube, da geht es wirklich nur so um so ein Date-Ding. Ja. Oder sie könnten mal damit machen. Ich meine, sie haben ja gerade mit ihrem Ehepartner Probleme und so. Ja, also langfristig wäre das, glaube ich, nichts für mich, du. Ja. Also, nee. Okay, ich zeige Ihnen mal ein Video, kommen Sie mal neben mich. Ein Video? Was ja. Ist das für ein Video? Das sieht doch voll spannend aus, oder? Bro, das ist too much. Ja, also ich finde jetzt, Das macht ja kein Mensch. Kein Mensch der Welt würde ja so, an eine Brust fassen. Generell fasst man ja nicht einfach an eine Brust. Das ist ja so damn lost, Alter. Welcher... Welcher Guy macht sowas? Wer geht einfach hin und sagt sich so erstes Date, da jetzt erstmal schön an die Titte reingrapschen? Das ist doch... Jetzt die Frage, wie sie reagiert. Jetzt wird's noch unangenehmer. Sorry, aber ganz ehrlich, was soll denn das? Ich glaube, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, nein. Sorry, aber was soll das? Warte doch, bis ich ausgezogen bin, Mann. Wirklich, ich glaube, wir hätten das niemals so weit zulassen dürfen. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du jetzt gehst. Sie hat ja nichts falsch gemacht, hä? Digga, Schwanz raus und rein. Es war meine Schuld. Sie hat eine Panikattacke. Oh fuck, jetzt geht's aber richtig ab hier. Jetzt wird's aber richtig unangenehm. Wirklich? Aber, kommen Sie schnell. Oh Gott. Moment, ich hab meinen Lappen vergessen. Was? Am besten fängt jetzt einfach an, sich auf dem Zimmer zu wichsen, wenn sie wiederkommt. Perfekt. Ey, Georg. Ja? Hol mir mal einen runter. Leute,
Was ist diese Serie? Was ist diese Serie, Alter? Jonas, in deinem Kopf, was geschieht? Was geschieht, Mann? Man kennt's. Nimm mir mal einen runter. Morgen. Ja. Moin. Wer ist das denn? Ist das nicht irgendein Bodybuilder? Ich kenne den irgendwoher. Wie heißt der? Der ist irgendein Bodybuilder-Dude. Wie heißt der? Wie heißt der, Mann? Sind Sie die Lehrerin? Ja. Noch einmal so eine Aktion, das war das Letzte, was du jemals getan hast. Bitte. Haben wir uns verstanden? Endlich kriegt Georg auf die Fresse, Alter. Also Chat, da muss ich ganz ehrlich sagen, doppelt und dreifach lost los. Also das war jetzt ein bisschen viel für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich wirklich ein bisschen überfordert mit. Weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Muss ich erstmal verarbeiten. Naja, okay.